Bubble Tea Session in der Besenkammer. Vielleicht druck, vielleicht serviert es hart, würde ich sagen. Hau, hau, hau! Es liegt zwar noch kein Schnee, aber es ist trotzdem eiskalt und es ist bald Weihnachten. Und wir dachten, wir bringen ein bisschen besinnliche Stimmung auf. Wir haben Bubble Tea und eine gute Idee. Besinnliche Zeit, wann, wenn nicht jetzt, sollte man jemandem seine Liebe gestehen. Jemanden zum Kuscheln finden. Und die besinnliche Zeit ist ja auch die sinnliche Zeit. Wir machen heute die 5-Minuten-Challenge und es geht dieses Mal darum, ein Gedicht zu schreiben an eine Person, die man gerne unter dem Mistelzweig treffen würde. Dich meine ich nicht. Auf jeden Fall ist es ja immer ein bisschen cringe und gerade Sunny ist ja nicht so offen mit ihr. Deswegen haben wir uns gegenseitig jeweils 10 Wörter überlegt. So unterstützend sozusagen. Genau. Also meinst du nur gut miteinander. 10 Wörter, die man einbauen muss in ein schönes weihnachtliches Liebesgedicht. Und dafür haben wir jetzt 5 Minuten Zeit. Bevor wir anfangen und uns die Wörter gegenseitig wieder über WhatsApp schicken, erstmal die Frage an dich. Wen würdest du denn gern unter dem Mistelzweig knutschen? Cringe. Ui, ich bin es nicht mehr gewohnt gewesen, aber... Ich bin nicht fertig geworden und ich konnte es kein einziges Mal mehr durchlesen. Mm. Er hatte noch 40 Sekunden, um es durchzulesen, zur Hälfte. Okay. Ich bin einigermaßen zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe auch nicht alles drin. Ich habe den Überblick verloren. Bei mir ist es ein bisschen eklig geworden. aber ich würde sagen, du fängst jetzt einfach mal an, liest dein Gedicht vor. Und vorab wollen wir uns natürlich vorstellen können, was du dir dabei gedacht hast. Für wen ist dein Gedicht? Ich muss erstmal meine Nase putzen. Besinnliche Stimmung, ahoi. Okay, ich weiß nicht genau, an wen es geht. Das ist jetzt sehr offen gehalten. Wer sich halt angesprochen fühlt, schreib es in die Kommentare. Ganz egal, an wen. Ich glaube, die Person wird allein nichts mit mir zu tun haben wollen. Und es ist sehr kindergartenreimig. Also es ist schon so ein klassischer A-B-Reim. Ja, ich muss aber sagen, das ist der 5-Minuten-Situation. A-B-Reim-Jambus. Ja. Ein Wort habe ich zweimal reingebracht. Das hat mir besonders gut gefallen, offenbar. Ich bin gespannt, welches. Welches glaubst du? Ich glaube, die Arschhaare. Fast. Der Knackarsch. Okay. Das war ein Versehen. Mein lieber, treu, doofer Spatz, ist neben deinem Knackarsch noch Platz? Es wäre doch ein Katzenjammer, treffen wir uns an Weihnachten nicht in der Besenkammer. Ich bring die Tapioca-Balls und du den Knackarsch. Wir trinken lecker Brattee und haben viel Spaß. Klingt vielleicht ein bisschen cringe, aber bitte bedenke, so brauchst du für mich keine anderen Weihnachtsgeschenke. Eine Knutschattacke reicht mir voll aus. Arschhaare rasieren steht nur noch aus. Ja, voll süß. Aber die Lobby-Ho habe ich nicht drin. Oh nein. Ich glaube, ich hätte so unterschrieben mit deine Lobby-Ho. Das wäre so mein Abschluss gewesen. Schreib das noch dazu. Deine Lobby-Ho, es reimt sich nicht. Okay, deine ja, Lobby-Ho. Ich finde es sehr schön, aber ihr seid schon ziemlich weit, oder? Na gut, ich bestimme das einfach so. Man muss auch manchmal einfach ein bisschen nach vorne. Okay. Ja. Denkst du da jetzt gerade an Rezo, sage ich mal? Das Thema mit diesen Arschhaaren und so ist ja dann doch auch ein Punkt bei den beiden. Vielleicht. Mit beiden meine ich als Gegenpart Julian Bam, obviously. Ich weiß nicht. Hat er einen Knackarsch? Ja, wahrscheinlich schon eher, ne? Ich habe jetzt persönlich noch nicht drauf geachtet. Man hat ihn doch schon gesehen. Wo? In Videos? Ja, aber... Nackt? Also da habe ich mich halt nicht auf seinen Arsch konzentriert. Sein Arsch in die Kamera. Du konzentrierst dich nie auf den Arsch. Dass dich auf seine inneren Werte konzentriert. Ja, genau. Also ich will jetzt mal dein Gedicht hören, ob das auch so romantisch war wie meins. Nee, gar nicht. Bist du bereit? Ja. Okay, also lieber Lieblingsmensch. Weihnachten ist die verfressene Zeit. Kloß mit Soße ist, was die ganze Familie vereint. Die Schneemannnase kommt später in den Eintopf rein. Und der hauseigene Tannenzapfen macht die Suppe fein. Doch was hat das alles mit dir zu tun? Tja, gute Worte sind unsere Familientradition. Auf meinem Wunschzettel in diesem Jahr steht neben einer Lochis Weihnachts-CD auch dein volles Haar. In meiner Suppe, da schließt sich der Kreis. Willst du mein Christkindlmarktverkäufer sein? Und nach dem Glühwein, da essen wir Vanillekipferl mit Raclette-Käse. Böse Kombi zu diesem Weihnachtsgefresse. Bestraf mich, Simon Knecht Ruprecht. Das nächste Jahr mit dir wäre mir schon recht. So von der Familientradition zu SM.
Ja, ich hab den Knecht Ruprecht nicht anders angebracht. Ja. Du hättest ihn damit drohen können, so habe ich das gedacht, als ich so aufgeschrieben habe. Aber ist gut, ich finde es so auch gut, dass du zu ihm sagst, das soll der Knecht Ruprecht sein. Ja, wegen dieser bösen Kombi aus Vanillekipferl und Raclette-Käse. Ja. Ich kenne auch tatsächlich nur eine Person, die das so essen würde, wenn sie noch Käse essen würde. Ich guck diese Person gerade an. Also, ich fand das süß irgendwie. Ich fand das, hat das, also gerade den, vor allem den Anfang fand ich sehr, sehr strong. Dann ist es ein bisschen abgedriftet mit dem Haar in der Suppe und so. Aber. Ja, aber dann hat sich der Kreis geschlossen. Ja, doch. Fand ich schön. Ich hab so ein richtiges Bild vor Augen bekommen: so ein Familiendinner und so ein Weihnachtsessen und so. Ja, und es heißt ja schon viel, wenn man den Typ nicht nur unter Mistelzweig haben möchte. Ich wollte aber gerade sagen, ist halt, wir wollten ihn eigentlich unter Mistelzweig haben. Du hast ihn jetzt als Christkindlmarktverkäufer, der dich als Knecht Ruprecht irgendwie da dominiert. Und ich treffe ihn in der Besenkammer, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, aber der Mistelzweig war ja einfach nur so die Richtung. Mhm. Ja. Ja. Schreib doch mal in die Kommentare, von was du dich mehr angesprochen fühlst. Von der Knecht Ruprecht-Aktion an so einem Christkindlmarktstand oder von der Besenkammer. Aber da gibt es Brattee und Tapioca Balls. Bubble Tea Session in der Besenkammer, würde ich das nennen, das Gedicht. Oh, voll schön. Ja, bei mir ist jetzt die Auswahl nicht so. Wobei, ich habe eine große Auswahl, ne? Also ich habe ja Vanillekipferl, ich habe Kloß mit Soße, Raclette-Käse. Bei mir wirst du auf jeden Fall satt. Mhm. Und obviously werde ich auch Bubble Tea. Vielleicht serviert es hart, würde ich sagen. Du gehst mal so los mit dir, du gehst ja gerade richtig auf. Ja. Ich mag's. Ja, dann schreib uns doch jetzt mal in die Kommentare, wer dich als Knecht Ruprecht dominieren soll. Wer ist so der heiße Scheiß am TikTok-Himmel? Wir haben hier direkt Influencers in the Wild vor uns. Das ist ganz witzig, mal aus der Perspektive zu sehen. Wir machen auch TikTok. Das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Wenn du keinen Bock hast, so viele Fragen zu beantworten, dann kommentier einfach mal dein Lieblings-Emoji und schau dir hier an, wie wir mit noch mehr Fragen zugeballert wurden. Ansonsten kannst du dich hier auf meinem Nile verlinkt auch einfach unser letztes 5-Minuten-Gedicht anschauen. War auch sehr besinnlich. Tschüss! Tschüss! Unangenehm, ja. Aber für dich.